Ethical Banking, Wissen wofür, wird sagen, Ihre Geldanlage ein Gesicht. Das Gesicht ist Heinz Alexander Agreiter. Wir sind Heinz zu Gast hier in St. Leonhard, oberhalb Brixen. St. Leonhard, eine Fraktion von Brixen. Der Alexander ist der Inhaber vom Hotel Fernblick. Danke Alexander, dass wir bei dir dürfen zu Gast sein. Ja. Erzähl uns in der Sport bitte kurz mal, was du da so betreibst. Also wir sind ein kleines 3-Sterne-Hotel, haben 25 Zimmer, 50 Betten und sind ganzjährig geöffnet. Für uns ist es natürlich schwierig, in so einer kleinen Fraktion zu haben, weil wir keinen Durchgangsverkehr haben. Das ist für uns ein bisschen schwierig, sage ich einmal. Aber wenn die Gäste erst einmal da sind, dann fällt es ihnen recht gut, weil es relativ ruhig ist bei uns, kein Durchgangsverkehr. Und ja, so und machen wir das so weiter. Ja, das Hotel hast ja Fernblick. Ich glaube, ja. Selber hat es schon auch sehr geschätzt. Wenn wir da dann werden wir noch sehen, Glück auf den Balkon rauszugehen, das ist wirklich eine fantastische Aussicht. Vielen Dank, ja. Enk Hausberg ist ja die Bloße, gell? Ja. Ist jetzt die Wintersaison die Hauptsaison für Enk da? Nein, es ist die Sommersaison unsere Hauptsaison. Obwohl die Wintersaison natürlich auch sehr wichtig ist, wo wir einen großen Teil von unserem Umsatz machen. Und das können wir natürlich auch nicht weglassen, ja. Du hast mir vorher erzählt, dass es schwierig wird, vor allem jetzt im Winter. Ja. Wie man aus den Medien kennt, ist die Bloße natürlich alleweil in einer sehr schwierigen Situation. Und da machen wir uns natürlich ein bisschen Sorgen, weil wir auch erst investiert haben auf das hin. Und genau weiß man noch nicht, wie es weitergeht, aber wir hoffen das Beste und wir kämpfen weiter auf jeden Fall. Mhm. Die Ethical Banking Finanzierung ist schon über die Partnerkasse Raiffeisenkasse Eisenkontrolle gegangen, die Filiale ja. St. Andre. Gell? Ja. Wir zeigen heute ein Finanzierungsbeispiel Linie erneuerbare Energien. Wann habt ihr jetzt die Anlage gemacht und wie läuft die? Also die Anlage ist im Jahr 2008 gemacht worden. Sie funktioniert sehr, sehr gut. Also die ganzen Berechnungen, was gemacht worden sind, sind schon alles eingetroffen. Es passt alles sehr genau. Also, ja, jetzt haben wir sie 6 Jahre. Wir sind recht zufrieden damit und ja, weiter so. Mhm. Installiert habt ihr die Anlage ja auf dem Dach von der Garage, oder? Ja, das war die Idee von meinem Architekt damals, der gemeint hat, ob ich nicht eine Parkplatzüberdachung machen will. Mhm. Und da drauf könnte man Photovoltaik arbeiten. Nicht? Und das hat mir gleich gefallen und dann haben wir das so umgesetzt. Mhm. Gut, dann bedanke ich mich inzwischen mal herzlich für das Interview und wir schauen uns jetzt kurz die Anlage nochmal um. Wir sind jetzt hier vor dem Hotel Fernblick. Jetzt sieht man auch, wieso das Hotel Fernblick heißt. Alexander, wie bist du eigentlich zu Ethical Banking gekommen? Also durch die Reika St. André, der hat mir das erläutert und gezeigt, wie das funktioniert. Und das System hat mich gleich überzeugt. Mhm. Es ist schon faszinierend, dass die Sporer eigentlich die Möglichkeit haben, durch ihre Entscheidung so sinnvolle Investitionen zu beeinflussen, oder? Auf jeden Fall. Ich denke, das ist für alle eine Win-Win-Situation. Ich finde das System super. Eine kleine Bemerkung am Rande, meine Mutter zum Beispiel hat da auch Geld reingelegt. Und weil sie davon überzeugt ist, dass sie da eine andere Möglichkeit gibt, günstig zu einem Geld zu kommen. So soll es sein und unter dem Motto animieren wir alle Zuschauer, die was hinsehen. Kommst vorbei bei Ethical Banking. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, wirklich selber zu entscheiden, was mit deinem Geld passiert. Unter anderem kann das in sinnvolle Umweltinvestitionen getätigt werden oder in den gerechten Handel oder auch natürlich in die biologische Landwirtschaft. Unter dem Motto sage ich nochmal danke für die Zeit, die du uns geschenkt hast und dass wir den tollen Betrieb haben gedacht, besichtigen. Bitte.